Alibaba, Dürüm Dönerhaus, Orient, Sarai, Mekan. Wer will da schon den Überblick behalten? Bei so viel Angebot haben wir mal nachgefragt. Beim Essen hört der Spaß auf. Ganz besonders beim Döner. Wir waren schonungslos unterwegs. Knallhart Recherchen. Ehrliche und zum Teil brutale Berichterstattungen. Das ist Fernsehjournalismus der ganz harten Sorte. Wir haben nicht nur getestet, wir haben gerichtet. Ey, Fabi, ich finde, du übertreibst da gerade echt. Also, man muss doch nicht... Jetzt lies einfach den scheiß Text vor. So, wie ich ihn geschrieben habe. Genau, Mann. Verdammt, in 2 Stunden ist Abgabe. Die Sendung muss fertig werden. Ja. Genau, jetzt mach. Gut, ja. Erfahrt nun, ob ihr schon seit Jahren Müll fresst oder ob ihr den richtigen Döner schon gefunden habt. Wir raten Zuschauern mit labiler Psyche davon ab, den folgenden Beitrag zu sehen. Angesichts so knallharter... Nee, echt? Das ist Schrott. Einfach Bericht ab jetzt und fertig. Hallo, heute teste ich den Dürüm Kebabhaus Döner gegenüber von der Post. Ich habe den Wirt gefragt, die Soßen sind selber gemacht und das Wichtigste überhaupt ist, es gab extra Fleisch und zwar gratis. Und jetzt esse ich den Döner. Mit den Resten noch zwischen den Zähnen kann ich sagen, er hat seine guten und seine schlechten Seiten. Auf jeden Fall, das Brot ist super lecker. Die eigenen Soßen waren auch gut. Das Kraut hat mir geschmeckt. Das Fleisch, es war jetzt nicht schlecht. Es ist Dönerfleisch. Da kann man nicht viel falsch machen. Aber man hat einfach gemerkt, dass es nicht so frisch ist. Ich mag, wenn die so kross und knubselig noch sind. Ja, man muss richtig, richtig schön einbeißen und dann... Da haben wir ein bisschen Fett drin, ja, das darf richtig triefen, der muss sumpfen ohne Ende. Aber ansonsten, vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall gut, ist kein Riesendöner. Man kriegt aber extra Fleisch, wenn man das möchte. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, ist eine Empfehlung, kann man immer mal hingehen. Alles klar, das war der Dürüm Kebab-Haus. Ja, jetzt stehe ich vor meinem Lieblingsdönergrill und zwar ist das der Alibaba-Grill hier in der Lutherstraße gegenüber vom Volkshaus. Und mediterran-orientalischer Genuss steht bei diesem Döner am Schild und diesen Spruch hat er sich quasi auch ganz oben auf die Fahne geschrieben. Geht's weiter. Ja, der Alibaba-Döner, meine Nummer 1. Er hat super geschmeckt, war ein schönes Geschmackserlebnis. Ich fasse mal kurz zusammen, die machen das Brot selber, das Fleisch wird da aufgespießt, der schmeckt einfach natürlich im Geschmack, die Soßen sind nicht übersalzig, das Kraut und so ist auch alles super und frisch und ja, ich hoffe im Endranking wird er auch die Nummer 1 belegen. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, für mich Alibaba, Lutherstraße, Top-Empfehlung. Ich bin in der Johannesstraße beim Sarai-Döner und dieses Urteil wird kurz und eindeutig. Ich war vor ein paar Wochen schon mal hier und habe einen Döner gegessen und ich werde jetzt garantiert keinen Döner mehr essen, weil wir nicht zeigen wollen, wie ich kotze. Der Döner ist zu klein, zu teuer und wenn man ein bisschen extra Fleisch haben möchte, wird man angeguckt wie ein Babyrockenmörder. Ja? Also wirklich, böser Blick. Dann tut er 2-3 Rollen extra Fleisch drauf und berappt mir davon 50 Cent extra. 50 Cent für 2-3 Rollen Fleisch. Sag mal, geht's noch? Meiner Meinung nach total überflüssig, dieser Döner. Wirklich eklig, zu teuer, zu klein, unfreundlich. Was kann man noch mehr falsch machen? Ich weiß es nicht. Ab zum nächsten. Ja, wir sind jetzt hier in der Johannesstraße und ich begebe mich jetzt auf den Weg zum Mekan-Döner. Ja, ich bin gespannt jetzt auf den Geschmackstest und wir sehen uns gleich da.
Fazit zum Meckern-Döner. Ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut gesättigt. Ein paar Kritikpunkte gibt es allerdings trotzdem. Es fängt schon beim Fleisch an. Es ist so sehr klein gehackt, sehr faserig, bleibt so ein bisschen in den Zähnen kleben. Fühlt sich ein bisschen an, wie gehackt ist. Es kam wieder aus der Box, das Fleisch, und nicht direkt vom Spieß. Auch wieder ein schöner Kritikpunkt, weil der Döner war relativ kalt dadurch. Service punktet der Meckern auf jeden Fall, weil ich habe den Döner bestellt beim Kellner direkt. Salzig ist das wie Bolle. Vielleicht ganz gut, wenn man hier betrunken aus dem Titty-Twister mal raustrommelt oder aus der Rose. Dann kann man den bestimmt super essen, aber nicht so für nachmittags mal zwischendurch. So, das war's erstmal mit Döner testen. Und das ist auch gut so. Mir spannt der Ranzen, hier geht nichts mehr rein. Ich will nie wieder Döner essen, werde es trotzdem machen. Und zwar für die nächste Folge. Und die gibt's dann? Die gibt's dann auf YouTube, und zwar im Internet. Und wir testen natürlich noch ein paar mehr Dönerläden, weil die vier sind natürlich nicht aussagekräftig genug für uns. Der Orient ist auf jeden Fall noch dran, der wird getestet, aber auch noch ein paar andere. Ja. Und stay tuned, würde ich sagen. Denn unsere Meinung ist euch wichtig.